Die neueste Generation von Sprach-KI kann Webseiten programmieren, Geschichten erzählen, Bilder malen und Videos wie das hier machen. ChatGPT ist eine Text-KI, über die derzeit irgendwie alle sprechen. Das ist eine Software des Unternehmens OpenAI. Falls du in den letzten Wochen ChatGPT nutzen wolltest, wirst du vermutlich nicht nur einmal diesen Bildschirm hier gesehen haben. Der Grund dafür ist, dass ChatGPT... Alter, ist das krass! Überall hört man von ChatGPT, dem KI-basierten Chatbot. Man kann das Teil praktisch alles fragen. Es kann einem Texte zusammen... Und das will ich heute liefern und ihr ahnt, worum es geht, ChatGPT 3. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Zeit mit dem System verbracht. Ablauf. ChatGPT ist gerade in aller Munde. Ich glaube, ich muss es nicht groß erklären. Für alle, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, es geht um eine super intelligente KI, die kostenlos verfügbar und einfach über eine Website aufrufbar ist. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die inzwischen, ich würde sagen, fast echt ist. Wir haben gesehen, die kann Masterarbeiten selbstständig schreiben. ChatGPT hat die Fähigkeit, in kürzester Zeit enorme Mengen an Informationen zu durchforsten und komplexe Zusammenhänge zu erkennen. Seine neuronale Netzstruktur ist so fortschrittlich, dass... In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit ChatGPT in einer Sekunde 1 Million Euro verdient. Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wir machen heute mal was ganz anderes. Wir haben hier ChatGPT, das ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Ja, die wird quer durchs ganze Internet gehypt und wir werden das heute mal ein bisschen mit Eisenbahn quälen und schauen, was dabei herauskommt. Viel Spaß! Ja, das allererste, was wir natürlich machen, wir fragen ChatGPT, kennst du die Poissentalbahn? Ja, und schon stürzt das System ab. Was soll sonst weiter passieren? Aber wir lassen nicht locker, sondern stellen die Frage einfach nochmal. Ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass die Poissentalbahn ja eine Erfindung von mir ist. Und ich erst später herausgefunden habe, dass die zumindest mal geplant war. Ob sie dann wirklich diesen Namen bekommen hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber die KI meint, die Poissentalbahn ist eine Eisenbahnstrecke in Österreich. Bei meinen ersten Versuchen übrigens lag dann die Strecke noch in Bayern, nämlich zwischen München und Hof. Führte dann durch das Poissental, was also da angeblich zwischen München und Hof ist, ist auch mittlerweile stillgelegt und heute eine Museumsbahn und da war wirklich sehr viel Fantasie im Spiel. Na, also ich habe dann noch nachgefragt, wo ist der Fluss Poissen und oder Poissenbach oder irgend sowas und da ging es eben auch immer wieder, ja, das ist zwischen München und Hof, wo ja gar kein durchgehendes Tal ist. Ne? Was sagt uns das? Das sagt uns einfach, wenn die KI was nicht weiß, dann erfindet sie einfach was. Na? Und das ist natürlich blöd für all die, die da mit ihren Hausaufgaben machen. Also ich würde da eher vorsichtig sein. Also ich verstehe da nicht, auf welchem Fachgebiet dann die KI da irgendwelche Masterarbeiten schreiben soll, wie es da also im Vorspann dann so erwähnt wurde. Also weiß ich nicht, aber ich halte das ein bisschen für übertrieben. Nächste Frage. Kennst du die Windbergbahn? Das ist ja quasi ein bisschen mein Lieblingsthema. Und was macht er daraus? Ja, es ist eine Schmalspurbahn. Von Freital-Heinsdorf nach dem Kurort Kipsdorf im Osterzgebirge. Ist natürlich komplett falsch, weil das ist nicht die Windbergbahn, sondern die Schmalspurbahn von Freital-Heinsberg nach Kipsdorf. Also auch hier, naja... doch ziemlich daneben, ne? Nächste Frage. Kennst du die Pleißentalbahn? Ja, die habe ich jetzt auch schnell erfunden und siehe da, das ist gar nicht mal so doof, ne? Also von Leipzig über Altenburg nach Gera, das ist natürlich so nicht exakt, ne? Also weil natürlich die Strecke dann von Leipzig-Altenburg nach Werder weitergeht. Und genau dort, von dort kommt auch die Pleiße. Ne? Also der Grundgedanke ist richtig, aber letztendlich die Details sind natürlich wieder komplett daneben. Ja, ich habe dann weitergemacht, was weißt du über deutsche Dampflokomotiven? Das ist auch nicht so ganz falsch. Also da ist doch ein bisschen was eingespeichert worden. Erstaunlich. Was sagt der Begriff Eisenbahnepoche? Ich hatte natürlich was anderes gemeint, aber das ist ja nicht falsch, was jetzt hier kommt.
Das ist eben das, was wir als Modellbahner eben immer gerne vergessen. Das sind eben Modellbahnepochen und keine Eisenbahnepochen. Na, also das, wenn ich da einen Eisenbahner frage, der von Modellbahn keine Ahnung hat und den das nicht interessiert, der kennt die natürlich nicht. Warum auch? Ja, und aber wir können die Frage ja ein bisschen präzisieren. Also wir machen einfach Modellbahnepochen draus. Ja, und hier muss man einfach sagen, nee, das ist es nicht. Ne? Also da die Modellbahnepochen sind dann schon natürlich was anderes. Aber wir kommen da mal in den zukünftigen Video, da gibt es einen interessanten Aspekt. Da schauen wir uns das mal noch ein bisschen genauer an. Ja, und dann fragt man natürlich da einfach halber mal noch nach den Modellbahnherstellern, was da die künstliche Intelligenz so alles kennt. Und natürlich ist Märklin an erster Stelle, was sonst? Ja, und das ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Also da, ich habe es jetzt hier nicht so intensiv durchgearbeitet, aber das kann so durchgehen. Ja, dann haben wir hier noch eine kleine Scherzfrage. Ne? Ja, da geht es natürlich, wie hast du Pistole geschossen? Also sowas, da kann man ChatGPT durchaus mal fragen. Ja, soweit erstmal dazu. Ja, und dann kommen wir jetzt zu etwas, was die künstliche Intelligenz recht gut kann, nämlich Geschichten erzählen. Das haben wir ja gerade gesehen. Wenn man irgendwas nicht weiß, das ist so wie bei der mündlichen Prüfung, dann sagt man sich irgendwas aus den Fingern, Hauptsache man hat was erzählt. Ne? Es gibt da noch mehr, und zwar gibt es eine künstliche Intelligenz, die nennt sich DALL-E, also DALL-E geschrieben, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ihr wisst, Englisch war nicht unbedingt mein Hauptfach. Ja, und dann mache ich irgendeine Beschreibung. Bloß blöderweise habe ich, als diese Bilder entstanden sind, leider die Aufnahme nicht laufen gehabt, weshalb ich sie euch jetzt so präsentieren muss. Die Fragestellung hier war, zeichne ein Bild von Dresden. Ja, ist irgendwie erkennbar, das Gebäude. Ob das hier im Vordergrund alles stimmt, sei mal dahingestellt. Ja, und dann habe ich einfach ChatGPT eine Geschichte erzählen lassen. Ich hatte da also bestimmte Vorgaben. Und jetzt habe ich DALL-E die Illustrierung machen lassen. Und ja, und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Reise von Dresden nach Possendorf. Großvater Friedrich, Tochter Irmgard und Enkel Marianne waren bereits früh am Morgen auf den Beinen, denn sie wollten den Zug von Dresden nach Possendorf erreichen. Sie lebten in Dresden-Neustadt und hatten sich auf eine Reise vorbereitet, indem sie ihre Sachen gepackt und sich für die Reise umgezogen hatten. Sie nahmen die Straßenbahn in die Innenstadt und von dort aus den Zug nach Possendorf. Der Zug bestand aus den Windberg-Aussichtswagen, einigen Verstärkungswagen älterer Bauart und einer Lok der Baureihe 1VT, die sie schnell und sicher zu ihrem Zielort bringen würde. Die Fahrt begann, als der Zug den Dresdner Hauptbahnhof verließ und eine Linkskurve beschrieb. Sie unterquerten die Nossener Brücke und auf der linken Seite konnten sie das Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt sehen, wo viele Lokomotiven für den Personenverkehr stationiert waren. Etwas später sahen sie auf der linken und rechten Seite hohe Felswände, das war der Eingang zum Plauschen Grund. Während der Zug im Haltepunkt Plauen hielt, konnten sie auf der linken Seite die Felsenkellerbrauerei sehen. Friedrich erzählte ihnen, dass vor wenigen Jahren der Vorstand einen Eiswurm erfunden hatte, der das Bier im Lager verderben würde, um die Aktionäre zu täuschen und billig deren Aktien aufzukaufen. Im Plauschen Grund sahen sie auf der rechten Seite vom Zug aus nur zum Teil zu sehen die Bägerburg
auf der höchsten Stelle des braunen Syenitfelsens. Friedrich erklärte, dass die Burg im Jahr 1852 vom Dölzschener Steinbruchbesitzer Johann Gottlieb Beger erworben und als Villa im neogotischen Stil erbaut wurde. Irmgard und Marianne staunten über die imposante Burg und der wahrscheinlich atemberaubenden Aussicht von dort oben. Friedrich Irmgard und Marianne saßen im Windberg-Aussichtswagen und beobachteten die Landschaft, die an ihnen vorbeizog. Der Zug hatte gerade den Haltepunkt Freital Ost erreicht und bog nun auf die Windbergbahn ab. Friedrich erklärte ihnen, dass sie nun durch das Höllenmaul fahren würden, eine Unterführung unter die Hauptstrecke nach Tharandt und weiter nach Freiberg. Die nächste Station war Birkigt, gelegen in einer Kurve. Einige Reisende stiegen hier aus, andere stiegen ein. Der Zug fuhr nun bergauf und sie sahen rechts das Elektrizitätswerk Koschütz und einige Industriegebiete, die der Zug wegen der engen Radien quietschend durchquerte. Die Lok musste nun ihre Kraft zeigen, um den Zug den Berg hinaufzuziehen. Die nächste Station war Obergittersee und danach sahen sie den Abzweig zu den Windbergschächten am Posten 77. Der Zug fuhr nun den winzigen Bahnhof Kleinnaundorf ein, der einen Abzweig zum Glück Aufschacht hatte, dessen Schornstein man von hier sehen konnte. Die Fahrt ging weiter am Horkberg vorbei in einer Rechtskurve zum Haltepunkt Boderitz-Kunnersdorf. Von hier aus konnten sie bereits den Marienschacht sehen, von dem zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, dass dieser als einzigster der vielen Schachtgebäude weitestgehend erhalten bleiben würde. Die nächste Station war Bannewitz und danach Hähnischen Goldene Höhe. Hier stiegen die meisten Ausflügler aus, es war der höchste Punkt der Strecke und neben einer Gastwirtschaft gab es einen tollen Blick auf die Umgebung, vor allem auf Dresden. Friedrich, Irmgard und Marianne fuhren jedoch weiter nach Possendorf und stiegen dort aus, um im Poisental nach Freital zu wandern und von dort wieder nach Dresden zurückzufahren. Sie hatten eine wunderbare und erlebnisreiche Reise hinter sich und freuten sich bereits auf ihre nächste Fahrt mit der Windbergbahn. Soweit erstmal die Geschichte. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Auswertung des Ganzen. Ja, was soll ich sagen? Also zu den Bildern. Also Dall, ich kannte Dresden nicht. Also ich muss dann wirklich genau beschreiben, was ich da haben möchte. Also Bilder, Zeichnen mit Bilder vom blauen Grund ging natürlich nicht. Also Zeichnen mit Bilder von einer Eisenbahnstrecke mit Felsen und Wald links und rechts, das ging dann schon eher. Es kamen Bilder raus, die dann, naja, so ein bisschen ähnlich waren. Irgendwann, obwohl ich eigentlich Ölbilder haben wollte, wurden es dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also es war nicht so einfach, aber so zum Illustrieren ist das schon nicht schlecht. Was ChatGPT betrifft, also ich musste da schon sehr eingreifen, weil also die Fahrt wurde also schön beschrieben, aber es war eben nicht die Windbergbahn, sondern irgendwas mit irgendwelchen Burgen und Schlössern und was da keiner was dazu erfunden wurde. Also es war eine schöne Geschichte, aber da eben so ein bisschen an der Realität zu bleiben, da musste ich also doch erheblich eingreifen und dann das Programm also mit Daten füttern, dass dann wirklich am Ende eine Geschichte rauskam. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist so ein lustiger Zeitvertreib, wenn man sich da mal einloggt. Ihr könnt da ruhig auch mal eure eigenen Experimente machen, wenn ihr da Lust und Laune und die Zeit habt oder die Zeit da aufwenden wollt. Es ist ein Spaß. Es ist in manchen, wie mit meiner Steuerfrage, die ich jetzt zum Schluss gestellt habe, also es gibt ja Gebiete, wo sich das Programm durchaus auskennt und wo es durchaus die richtigen Daten gesammelt hat. Also ich kenne da auch ein Video,
wo also jemand als Anwalt da Fragen gestellt hat und dann auch, weiß ich nicht, also deutlich über 50%, als richtig war. Aber verlassen sollte man sich darauf natürlich nicht. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.